Dann schauen wir uns gleich den nächsten Block an. Und ihr seht eben, wir springen heute ein bisschen. Von einem Thema zum anderen, weil wir jetzt die ganzen analogen Sachen eben abschließen. Der nächste Punkt sind die DC-DC-Wandler. Also worum geht es bei DC-DC-Wandler? Also DC-Gleichstrom. Und ich habe quasi einen Gleichstrom, oder eine Gleichspannung, mit, weiß ich nicht, 5 Volt und ich brauche aber 12 Volt zum Beispiel. Also brauche ich irgendeine Schaltung, die mir aus diesem 5 Volt Gleichstrom 12 Volt Gleichstrom macht. Das kommt recht oft vor, dass man sowas braucht. Darum reden wir kurz drüber. Und es gibt es gibt unterschiedliche Arten, wie man dieses Problem lösen kann. Und es gibt zwei Fälle, die ich jetzt einfach mal zeigen möchte, für diesen Fall, ich möchte von einer niedrigen Spannung auf eine hohe Spannung. Es gibt natürlich auch andere Dinge. Es kann sein, dass ich irgendwie 12 Volt habe und 5 Volt möchte. Dann kann man was Ähnliches wie das oder das machen, was den Vorteil hat, dass in einer idealen Welt könnte ich da ohne Energieverlust quasi von einer Spannung auf eine andere wandeln. Was man aber auch machen kann, was könnte man auch machen, wenn man irgendwie aus 12 Volt zum Beispiel 5 Volt machen wollte. Ja, das ist ein guter Anfang. Ein guter Anfang. Wir machen einen Spannungsteiler. So. Und zwar nehmen wir hier unsere 12 Volt und dann haben wir zwei Widerstände. So. Und wir wollen 5 Volt haben, haben wir gesagt. Nicht? Also ist, weiß ich nicht, der hat zum Beispiel 5 Kilo Ohm und der ist dann 7 Kilo Ohm. Dann hätten wir den Spannungsteiler, den wir bräuchten. Was passiert jetzt, wenn ich da versuche, eine Lampe anzuhängen, die mit 5 Volt leuchten? Genau. Also das funktioniert gut, solange ich diesen Punkt nicht belaste, solange ich keinen Strom rausnehme. Aber so wie ich diesen Punkt belaste und Strom rausziehen möchte, funktioniert die ganze Idee vom Spannungsteiler nicht mehr. Nicht? Wenn ihr euch erinnert, Spannungsteiler haben wir immer hergeleitet mit, da fließt ein und der gleiche Strom durch den ersten und zweiten Bauteil durch und für beide gilt U ist R mal I und damit gibt dann quasi das Verhältnis von dieser Spannung zu dieser Spannung gleich dem Verhältnis von diesem Widerstand zu diesem Widerstand. So wie ich aber in der Mitte den Strom rausnehme, passt es nicht mehr. Was mache ich, wenn ich so einen Fall habe, wo ich wenig Strom liefern kann und auf der anderen Seite soll aber viel Strom sein? Welche Art von Schaltung verwende ich dann? Die auf der einen Seite hochohmig ist und am Ausgang niederohmig? Ein Impedanzwandler, genau. So, plus, minus, zack. Gut, und das würde uns dann unsere 5 Volt liefern. Und ich kann natürlich noch eine andere Art von Impedanzwandler machen. Was könnte ich noch machen für einen Impedanzwandler? Mhm. Meine, die einfachen Netzteile, die haben ja quasi einen Spannungsteiler gehabt und einen Transistor. Da ist aber die restliche Verlustleistung am Transistor abgefallen. Ja, genau, dort wollen wir gerade hin. Genau, die Verlustleistung, das restliche fällt am Transistor ab. Wie ist das da? Genauso. Wenn ich irgendwie aus 6 Volt 5 Volt machen möchte, ist das absolut okay. Weil in der Praxis werde ich mir schwer tun, dass ich irgendwie sowas zusammenbaue, und dann immer noch quasi nur ein Sechstel von der zugeführten Energie vernichte. Also wenn ich aus 6 Volt 5 Volt machen will und ich habe nicht große Ströme, dann nehme ich einfach eine Diode. Dann habe ich zwar 5,3, aber das wird auch wurscht sein. Ach so, du meinst eine Z-Diode und dann ein Vorwiderstand. Eine normale Diode. Ach so, du meinst einfach die Dioden, ja, das geht natürlich auch, den Diodenabfall, ja. Du hast halt einen größeren, damit du auf diese normale 0,6, 0,7 Volt Spannung kommst, brauchst du halt auch einen gewissen Minimalstrom, der fließt dann halt immer und so. Ich meine, da fließt auch immer einer. Also du hast vorher gesagt Transistor, wie würde denn die Transistorschaltung heißen, die das gleiche macht? Welche Transistorschaltung ist ein Impedanzwandler? Ja, Emitterfolger, wie nennt man den richtig? Welcher Pin vom Transistor, wenn du es im Kopf auszeichnest, welcher Pin ist weder Eingang noch Ausgang? Basis. Bei der Emitterfolge? Wir haben die andere Schaltung im Kopf, oder? So, die Schaltung, die ich im Kopf habe,
bei mir, Mitverfolger heißt. Habe ich da den Ausgang? Da habe ich meine Versorgungsspannung. Und an der Basis habe ich meinen Eingang. Ja, da habe ich die Referenzspannung, sage ich. Das ist für mich nicht der Eingang. Ja, das ist. Da, okay. Stimmt. Okay. Also welchen Pin hängt quasi kein Signal, weder Ausgangssignal noch Eingangssignal? Am Collector. Collector. Das heißt, das ist die. Collector, Eremit. Die Collector-Schaltung. Wir haben gesagt, wie bei den Seiten und den Eckpunkten im Dreieck. Nicht? Man nennt die Punkte im Dreieck so wie die gegenüberliegende Seite, weil anliegende gibt es zwei, aber die gegenüberliegende ist eindeutig. Und bei den ganzen Transistorschaltungen hat man quasi immer Eingang oder Ausgang, aber es gibt einen, der hängt auf einem fixen Potential und nach dem nennt man es einfach. Und in dem Fall ist das die Kollektorschaltung. Und wenn ich quasi da den Op-Amp-Impedanzwandler rausnehme und die Kollektorschaltung hineinsetze, habe ich natürlich genau das Gleiche, nur dass ich dann am Ausgang die 0,6 Volt runter bin. Der Emitter wäre quasi, wenn der Emitter auf Ground hängert. Das ist der Emitterfolger. Also Emitterfolger und Kollektorschaltung ist das so? Ja. Okay. Und Emitterfolger ist ein anderer Name, den ich persönlich nicht besonders schätze. Aber, aber je nachdem, wo man es halt gelernt und gelesen hat, sagen die Leute Kollektorschaltung oder Emitterfolger dazu. Also das kann ich auch machen. Es gibt natürlich Bauteile, da wollen wir hin, die können das. Die heißen Linearregler und da gibt es einen 5-Volt-Linearregler zum Beispiel. Und den haue ich einfach rein und da schließe ich an der einen Seite meine 7-Volt-Eingang zum Beispiel an und dann kommen 5 Volt raus und die funktionieren de facto so. Also die sind ein bisschen aufwendiger, weil die haben dann innen, also erstens mal haben sie eine bessere Spannungsreferenz als so ein Spannungsteiler, sondern arbeiten halt mit diesen 1,25 Volt Referenzen intern und haben meistens so Sachen wie Überlasterkennung, also wenn dann der Chip irgendwie zu heiß wird, dann erkennt er das und schaltet sich ab und das hätte ich halt verkehrt. Also das ist die eine Möglichkeit, ich vernichte einfach das, was ich an zu viel Energie hineinschicke, sodass dann genau die Spannung rauskommt, die ich haben möchte. Und ich kann das so machen, ich kann das so machen, ich kann hier eine komplexere Schaltung machen, indem man meine Referenzspannung gibt. Und damit wollen wir uns aber nicht beschäftigen, sondern wir wollen uns beschäftigen mit dem Problem, ich will aus einer kleinen Spannung eine höhere machen und ich möchte das nach Möglichkeit machen, ohne Energie zu vernichten. Und da haben wir diese beiden Schaltungen. Die erste ist Step-Up-Wandler und die zweite ist Charge-Pump. Fangen wir vielleicht mit der Charge-Pump an, die ist ein bisschen einfacher. Der muss dann nachher sitzen und jedes rausnehmen. Ich könnte ja theoretisch die Charge-Pump-Schaltung auch für kleinere Spannungen nehmen, indem ich die erste Diode einfach wegnehme. Das würde ja funktionieren, oder? Ja, wenn du die erste Diode einfach wegnimmst, dann würdest du, so wie du hier die Spannung hebst, gleichermaßen in deine Quelle Strom zurückliefern, als auch in die zweite Stufe. Man kann aber... Komplett weg, das ist da und es kommt nichts am Eingang rein dort, es kommt nur aus dem Dienst. Das kommt an der Seite hier weg. Ja, ja. Das Hauptproblem, was du hier hast, ist, dass dann quasi dein Ausgang im Wesentlichen hier einen Serienkondensator hat und irgendwann ist der halt auf einer endgültigen Spannung geladen und mehr passiert nicht. Also du kannst mit dem Funktionsprinzip der Charge-Pump auch aus größeren Spannungen kleinere machen. Aber wenn du nur die Diode weglässt, dann ist es nicht die Schaltung, die dafür braucht ist. Gut, schauen wir uns mal die Schaltung an, bevor wir da Varianten erfinden. Und das Eingangssignal liegt auf Hausnummer 5 Volt oder Hausnummer 100 Volt, das ist auch egal. 100 Volt hat den Vorteil, dass wir uns nicht mehr viel Gedanken machen müssen um diese Spannungsabfälle an diesen Dioden. Also sagen wir, es sind 100 Volt, dann brauche ich keine super idealen Dioden erfinden. Und ich schließe einfach mal alles an und ich habe hier einen Rechteckgenerator, aber wir sagen mal, der ist auf 0. Also den haben wir noch nicht eingeschaltet. Wir wollen nur mal passieren, was passiert mit dieser Schaltung, wenn hier quasi Ground ist und dann schalten wir die Versorgungsspannung von 100 Volt. Und dann wird über diese Diode natürlich dieser Kondensator geladen, bis er 100 Volt hat.
Und so wie natürlich die Kondensatorspannung hier der Kondensatorspannung hier entspricht, was zum Beispiel bei einem ungeladenen Anfang der Fall wäre, dann würde die zweite Diode auch leiten und dann wird dieser Kondensator auch geladen. Und am Ende von diesem Einschaltvorgang hätten wir halt 100 Volt, 100 Volt, 100 Volt. Und jetzt schalten wir unseren Oszillator hier ein, der zwischen Ground und dieser Spannung hier hin und her wechseln kann. Und der wechselt jetzt an diesem Punkt hier von 0 Volt auf 100 Volt. Der Kondensator ist auf 100 Volt geladen. Das heißt, wenn der Punkt 100 Volt hat, hat der immer noch 100 Volt mehr. Das heißt jetzt 200 Volt. Hier haben wir zwar noch 100 Volt, aber diese Diode ist ja in Sperrrichtung jetzt geschalten, das heißt, da funktioniert nichts. Das heißt, hier fließt kein Strom, der gesamte Strom muss durch die andere Diode in den zweiten Kondensator. Je nachdem, wie groß dieser Kondensator ist und wie groß dieser Kondensator ist, aber irgendwann sind die halt so geladen, dass hier die gleiche Spannung wie hier anliegt und der Kondensator wird einen Teil seiner Ladung verloren haben. Der ist noch auf 30 Volt geladen, was auch immer. Das heißt, jetzt schalten wir am Rechteckgenerator wieder runter, wir haben hier wieder 0 Volt, damit ist hier wieder 100 Volt gegenüber dem 30 Volt. Das heißt, jetzt fließt dann der Strom in den Kondensator wieder hinein, lädt den Kondensator wieder auf, bis der wieder auf 100 Volt ist. Wenn ich jetzt wieder einschalte, dann habe ich eben hier wieder meine 200 Volt, da jetzt meine 130 Volt von vorher. Und jetzt wird wieder quasi Ladung umgeladen, bis beide Punkte gleich sind. Und das Ganze wiederhole ich. Und wenn ich das tue, dann wird diese Spannung hier sehr schnell ansteigen und sich dann langsam der doppelten der Eingangsspannung sozusagen nähern. Aber die erste Hälfte oder so habe ich ganz, ganz schnell, aber wenn ich jetzt wirklich hier mit dem Multimeter dranhänge und irgendwie warte, dass ich auf exakt das Doppelte komme, dann werde ich eben länger warten müssen, viele Iterationen von diesem Oszillator. Gut, also das ist die Idee von dieser Charge Pump. Was sind jetzt Vorteile von so einer Charge Pump, was wären Nachteile von so einer Charge Pump? Nachteile, du kannst wahrscheinlich keine großen Ströme drüber schicken. Genau, das ist der große Nachteil. Ich komme, die gesamte Ladung, die ich dann da draußen entnehme, die muss irgendwann durch diesen Kondensator quasi durchgegangen sein, in einem Lade-Entlade-Vorgang. Wir wissen ja, die Kondensatoren, die gibt es in bescheidenen Größen, also ich habe zu tun mit Mikrofarad, wenn ein großer Kondensator ist, vielleicht mit Millifarad. Also ich kann da jetzt nicht irgendwie scheibdrohenweise Kolomb von hier nach da schaufeln, sondern das braucht eher lang. Das heißt, ich kann das für Anwendungen verwenden, wo ich hier nur die Spannung brauche, aber nicht unbedingt den Strom. Was könnten das für Anwendungen sein, wo ich eine hohe Spannung haben möchte, aber keinen Strom brauche unbedingt? Zum Beispiel bei Scannern die Lampen. Also wenn ich quasi irgendwelche Entladungen machen möchte im Wesentlichen. Ne? Irgendwelche Funkenstrecken oder so. Wenn ich Felder aufbauen möchte, um Dinge zum Beispiel abzulenken, dann brauche ich auch eben so hohe Spannungen, die sind dann einfach nur da, erzeugen ein E-Feld, aber ich muss nicht wirklich Strom rausnehmen. Was da unten auch steht, sind Level Shifter, also für Protokolle wie zum Beispiel RS-232, die zu minus 12 bis plus 12 als Signalpegel verwenden, also minus 3 bis plus 3 bis minus 12 bis plus 12, das sind so die Grenzen. Da möchte ich natürlich auch irgendwie diese Spannungen erzeugen, aber es ist nicht die Idee, dass am anderen Ende jetzt irgendjemand einen Motor damit antreibt, was über RS-232 daherkommt, sondern der will ja nur die Pegel sich anschauen, das heißt, da brauche ich jetzt auch nicht unbedingt sehr viel Ströme, sondern ich muss einfach die Spannung da haben als Signal. Ja, für sowas nehme ich eine Charge-Pump. Für die Anwendungen, wo ich größere Ströme brauche, nehme ich dann einen solchen Step-Up-Wandler. Und der ist eben ein bisschen komplizierter. Da habe ich jetzt eine Spule drinnen. Und wir schauen uns wieder an, was passiert, wenn wir die Schaltung mal einschalten, aber den Oszillator nicht betreiben.
der ist wieder am Nullniveau am Anfang. Das heißt, wenn der Oszillator hier Background ist, was ist dann dieser Transistor? Ist der offen oder ist der zu? Ist er zu. Der ist zu, genau. Weil er die Basis-Emitterspannung 0 ist und ohne Basis-Emitterspannung kann da nichts passieren. Das heißt, wir können uns den ganzen unteren Teil wegdenken für diesen ersten Schritt. Wir haben einfach nur eine Spule über eine Diode in einen Kondensator. Und wenn wir jetzt nicht irgendwie allzu hart einschalten, sondern wir sagen mal, jemand schaltet das langsam und gemütlich ein und beginnt mit einer niedrigen Spannung und geht dann auf unsere, weiß ich nicht, 100 Volt eben rauf, dann haben wir am Schluss einfach hier 100 Volt und der Kondensator ist auf 100 Volt geladen und das ganze Ding ist stromfrei, nicht? Weil wenn da 100 Volt ist und da 100 Volt, wo soll da was fließen? Und jetzt wollen wir eine höhere Spannung machen. Und das machen wir, indem wir zunächst einmal diesen Transistor einschalten. Was wird passieren, wenn sich dieser Transistor einschaltet? Die Spule wird sozusagen kurz geschlossen. Wird eine hohe Spannung aufbauen? Ja, die hat sie. Also in dem Augenblick, wo ich diesen Schalter schließe, ist halt der Punkt quasi mit Ground verbunden. Das heißt, jetzt fällt schlagartig nicht mehr 0 Volt, sondern 100 Volt an der Spule ab. Aber die Spule war vorher stromfrei. Das heißt, das baut sich jetzt ein Magnetfeld auf. Also das baut sich jetzt erst ein Magnetfeld auf, genau. Also sie ist stromfrei und wir wissen, Spulen, die wollen keine Stromänderungen. Also je größer die Spule, desto mehr widersetzt sie sich den Stromänderungen. Das heißt, ich mache hier einen Kurzschluss an der Spule, sind auf einmal 100 Volt, aber da wird nicht sofort ein riesiger Strom fließen, sondern der Strom wird sich jetzt langsam aufbauen. Irgendwann wird der Strom natürlich so groß sein, dass da die Quelle eingeht oder der Transistor sagt, der mag nicht mehr, oder auch die Spule, wenn die viele feine Wicklungen hat, vielleicht sagt, das mag sie nicht mehr. Aber darum haben wir eben hier nur eine kurze Einperiode und dann schalten wir wieder aus. Und das ist der interessante Punkt. Jetzt haben wir hier die Spule, sie ist nicht mehr stromfrei, weil wir haben sie kurz geschlossen und wir haben einen Strom aufgebaut und dann schalten wir diesen Transistor wieder aus. Was wird jetzt passieren mit dieser Spule? Die Spannung? Den Strom, genau. Die Spule versucht den Strom zu erhalten und das macht sie, indem sie einen Teil der gespeicherten Energie verwendet, um eine höhere Spannung zu erzeugen. Nicht? Also die Spule, da ist in die Richtung Strom geflossen. Das heißt, sie möchte weiter, dass in diese Richtung Strom fließt. Und bei einer Quelle, dann muss ich dort ein hohes Potenzial machen, wo der Strom rausfließen soll. Nicht? Bei einer Batterie fließt der Strom beim Pluspol raus und beim Minuspol wieder hinein. Wenn die Spule will, dass da Strom aus ihr rausfließt, kann sie das erreichen, indem sie mit dem Potenzial vielleicht höher geht, bis irgendwann mal was passiert. Und das passiert ja schnell was, weil sie geht hier mit dem Potenzial jetzt höher rauf. Das heißt, diese Diode ist auf einmal in Flussrichtung gepolt. Und dann kann die Spule machen, was sie machen möchte, nämlich den Stromfluss aufrechterhalten. Und es fließt jetzt dann Strom in diesen Kondensator hinein. Sozusagen Strom aufwärts, weil wir hier immer noch 100 Volt haben, aber da haben wir inzwischen mehr und mehr und mehr. Ich verstehe, das ist quasi der Grund, warum beim Feedzaun, weil eben da nichts dazwischen ist, also kein Widerstand quasi ist, der das verbraucht, steigt die Spannung so hoch an, bis er Funken springt. Dass der Strom sozusagen abgebaut werden kann. Das klingt plausibel, ich habe leider keine Feedzaun-Erfahrungen. Also ich habe sowas, glaube ich. Nein, Feedzaun ist nichts anderes, als dass du eine Spule hast, die mit einem Relaiskontakt ein- okay, oder ausgeschalten wird. Verstehe. Dasselbe. Okay, ja, genau. Und dann, das hast du auch, wenn du einfach nur ein Relais zum Beispiel hast, dann hast du meistens diese Freilaufdioden daneben. Ja. Wenn du die vergisst oder jemand besonders kluger sagt, naja, es geht eh. Weil er bleibt jetzt nicht 2 Jahre neben der Installation stehen und schaut, wie lang das geht, dann siehst du auch jedes Mal, wenn das Ding, wenn du die Spule quasi ausschaltest und vorher war er noch unter Strom, dann siehst du manchmal zwischen den einzelnen Entwicklungen Funken und so Spuren, weil
wo auch immer. Nicht? Also wenn die Spule quasi das schafft, dieses Ende mit diesem Ende kurz zu schließen, ist sie auch happy. Fließt der Strom halt da im Kreis. Nicht? Und wenn er nirgends anders hingehen kann, dann passiert halt das. Aber meistens wird es halt nur einmal und nachher ist es halt hin, weil die Dinge nicht dafür ausgelegt sind, dass der Wild in der Gegend die Funken durchjagt. Aber in der Schaltung haben wir eben hier diese Diode. Über die kann die Spule jetzt Energie abgeben, indem sie hier ein höheres Potenzial macht. Der Strom bleibt aufrecht in diese Richtung und natürlich, jetzt gibt die Spule Energie ab. Also das wird nur einen kurzen Augenblick funktionieren, dass da quasi ein Stromstoß in diesen Kondensator hinein passiert. Dann ist am Schluss die Spule wieder stromfrei. Naja, und dann müssen wir hier wieder einschalten und dann baut sich da wieder was aus und so weiter und so fort. Je mehr sich das auf der rechten Seite aufladet, der Kondensator, desto höher muss dir die Spule gehen mit der Spannung. Ja. Okay, das schafft sie, das ist kein Problem. Also die Spule kann eine astronomische Spannung erzeugen, aber natürlich, wenn die Spule jetzt eine hohe Spannung erzeugen muss, gibt sie mit jedem Coulomb Ladung, das da als Strom durchfließt, mehr Energie ab. Also wenn die Spule quasi jetzt nur eine geringe Spannung erzeugen muss, weil der Punkt fast der Punkt ist, dann kann entsprechend viel Strom fließen. Wenn das jetzt aber schon auf 1000 Volt irgendwie ist und wir immerhin noch auf 5 Volt sind, dann wird nur ganz, ganz kleine Ladungsmengen in den Kondensator abgegeben, weil eben die Spule sehr schnell ihre gesamte gespeicherte Energie wieder elektrisch abgegeben hat. Das heißt, ich brauche aber irgendeine Schaltung, die mir das zurückmeldet. Pass auf, ich habe jetzt genug Spannung, weil sonst... Genau. Und das ist, also das ist hier die Schaltung hier unten, die nähert sich bei der doppelten Eingangsspannung, dann ist Schluss. Die kann theoretisch bis in die Ewigkeit quasi höhere und höhere Spannungen machen. Und normalerweise gibt es in diesem Oszillator hier dann noch irgendeinen Sensor-Eingang, der schaut, was ist denn meine Ausgangsspannung, und wenn die Ausgangsspannung dann den Schwellenwert erreicht hat, dann schaltet einfach der Oszillator aus. Dann kann dieser Kondensator hier durch die Last, die wir wahrscheinlich betreiben wollen, wieder entladen werden, und wenn es wieder unter die Schwellenspannung steigt, dann kann man wieder einschalten. Und wenn man sich da austoben möchte, dann kann man da ganz komplexe Regelsysteme machen. Also das gibt es in unterschiedlichen Komplexitätsebenen, je nachdem, wie viel Rippel ich zum Beispiel davon haben möchte. Wenn ich immer ein- und ausschalte quasi, dann habe ich da nicht ganz stabil eine Spannung, sondern mal gehe ich rauf, mal gehe ich runter etc. Ja, was ich interessant hier noch finde, also zum Erwähnen interessant, ist, dass man sich diese Systeme auch immer mit der Leistung anschaut. Also Energieerhaltung muss gelten, das heißt, es kann nicht sein, dass ich irgendwie mehr Leistung zuführe, als am anderen Ende wieder rauskommt. Und wir wissen eben, Leistung ist Spannung mal Strom. Das heißt, wenn wir an dem Ende eine höhere Spannung haben als am Eingang, heißt das, dass wir am Eingang mehr Strom reinschicken müssen, als am Ausgang wieder rauskommt. Und das find ich, sieht man bei der Schaltung unglaublich schön, weil man quasi abwechselnd Strom hier nach Ground schickt und in den Kondensator, den man am Ausgang legt. Und da sieht man halt sofort, dass quasi ein Teil des Stroms scheinbar irgendwie da vernichtet wird, indem der in Ground geht. Natürlich wird er nicht vernichtet, er lädt die Spule magnetisch auf und dann gibt es wieder ab. Aber de facto führt das natürlich dazu, dass ich hier mehr Strom hineinschicken muss und am anderen Ende hinauskommt. Wenn ich diese Schaltung aber perfekt aufbauen könnte mit den idealen Bauteilen, dann würde die mir aus einer kleineren Spannung eine höhere Spannung machen ohne Energieverlust. So gibt es immer einen Energieverlust und man muss halt irgendwie schauen, wie man das dimensioniert. Wir haben hier im Bautesortiment einen DC-DC-Controller, den man verwenden kann, um so Step-Up-Wandler zu bauen, aber auch für Step-Down-Wandler, die aus einer hohen Spannung niedriger machen, und Inverter, die quasi aus einer positiven Spannung eine negative machen oder umgekehrt. Und oft wird das Wort Inverter verwendet als Überbegriff für all diese Dinge, weil natürlich der Inverter universell ist. Nicht? Also wenn ich jetzt irgendwie eine 9-Volt-Batterie habe
und ich will irgendwie konstant 7 Volt am Ausgang haben und ich weiß, der lädt sich irgendwie bis 6, 5 Volt, dann brauche ich am Anfang mit einer frischen Batterie quasi einen Step-Down-Wandler und später mit einer nicht mehr ganz so frischen Batterie einen Step-Up-Wandler. Und ich kann dem ganzen Problem entgehen, indem ich sage, naja, ich bin ja nicht blöd, ich mache einfach einen Inverter, der was einen positiven und einen negativen machen kann und dann kann ich quasi aus plus 9 Volt genauso 7 Volt machen, wie aus minus 5, also wie aus plus 5 Volt ich minus 7 Volt machen kann. Dann brauche ich nur am Ausgang die Definition umdrehen, was ist plus und was ist minus und ich habe quasi immer 7 Volt, egal ob meine Batteriespannung gerade höher oder weniger hoch als 7 Volt ist. Das ist so ein Trick. Und mit so einem Kontrollchip kann man eben meistens alle drei Arten von Schaltungen machen. Sind auch alle sehr ähnlich, da sind nur ein paar von den Bauteilen halt ein bisschen vertauscht eingebaut. Gut. So. Ja, da müsst ihr doch eigentlich fragen, was die Vor- und Nachteile von dieser Schaltung sind. Charge Pump habe ich das gefragt. Ich wollte noch fragen, wie schnell schwingt dieser Rechteck? Die Frage ist nach der Geschwindigkeit, mit der das schwingt, und das hängt ganz von deiner Anwendung ab. Der Daniel weiß sicher, wie der Chip heißt. Also der MC340638. Das ist ein Wahnsinn. Perfekt. Bei uns sind Sekunden. Ich bin froh, wenn ich mich erinnern kann, wo die Lade ungefähr ist. Also, aber ihr braucht es nur quasi auf der MetaLab-Wiki-Seite im Bausystemment nachschauen unter DC-DC-Controller. Da ist dann nämlich auch das Datenblatt von dem Chip verlinkt. Und da gibt es dann Tabellen, wo die ganzen Formeln drinnen stehen, wie man sich die Größen aus anderen Größen ausrechnen kann. Und da siehst du dann eben auch, wie die Frequenz abhängt von anderen Dingen. Und das ist also das Problem mit solchen Step-Up-Wandlern oder überhaupt solchen Step-Convertern ist, dass es ureinfach ist, sowas einfach aufzubauen aus irgendwelchen Bauteilwerten. Und in der Theorie ist das dann super effektiv und wenn man es dann irgendwie misst, dann arbeitet der mit, weiß ich nicht, 30% Effektivität. Und bei 30% Effektivität kann ich natürlich in vielen Fällen auch einen Linearregler verwenden, da brauche ich nicht irgendwie Spulen und sonst was. Und damit man das halt effizient hinkriegt, muss man dann eben genauer darauf achten, Dinge wie welche Spule verwende ich da jetzt denn eigentlich und solche Dinge. Was meinst du mit welcher? Also natürlich für welche Ströme die ausgelegt sind, das hast du natürlich immer, aber auch wann die in was verbunden ist, wann die in magnetische Sättigung zum Beispiel gehen, für welche Frequenzen die geeignet sind, wie dieses Kernmaterial verhält sich, hat einen ähnlichen Frequenzgang. Wenn du irgendwie so ein, weiß ich nicht, so ein Umspannungstrafo nimmst und da irgendwie 100 Kilohertz hineinjagt, dann wird ihm das völlig wurscht sein. während quasi eine Spule, die du vielleicht für irgendwelche HF-Filter verwendest, ja, die kennt kein Problem damit, dass da jetzt irgendeine hohe Frequenz anlegt. Aber für sowas wäre sicher kein Ferritstab nehmen. Nein, also für sowas. Also da nehme ich schon einen Ring. Ja, für sowas nimmst du. Also es hängt davon ab, also du nimmst ziemlich sicher einen Ring. Die Frage ist, ob du einen geschlossenen Ring nimmst oder einen mit einem Luftspalt. Da müsst du jetzt in einen Trafobauer fahren. Meine, also, was bringt der Luftspalt? Einmal Luftspalt, das ist ja Verlust. Mit dem Luftspalt kannst du natürlich, also wenn du einen Luftspalt reinmachst, ist natürlich die Induktivität von dieser Spule gleich viel, viel schlechter. Aber sie funktioniert besser über einen linearen Bereich, weil wenn das quasi ein geschlossener Ring ist, kannst du sehr, sehr einfach sehr, sehr große magnetische Felder drin induzieren und treibst damit die Spule sehr schnell in ihre magnetische Sättigung. Das heißt, wenn du diese kleinen Module anschaust, die es gibt für, also es gibt so Printmodule, weil viele Leute wollen nicht selber ihre DC-DC-Wandler bauen. Das ist eigentlich mühsam. Gerade wenn du jetzt nicht irgendwie 1 Million Stück baust, sondern wegen 100 Stück von irgendwas, dann kaufst du einfach um 20 Euro pro Platine so DC-DC-Wandler ein und setzt die ein. Und wenn du dort die kleinen Spulen anschaust, die haben eigentlich fast immer einen Luftspalt dran. Die sind aber natürlich auch für andere Ströme und so ausgelegt, dass wenn ich mir jetzt irgendwie ein Labornetzteil lerne, wo irgendwie so ein großer Trafo drinnen sitzt,
Und die Details, da müsste man jemanden fragen, der irgendwie mehr Erfahrung mit Netzteilen und so hat, da könnte man wahrscheinlich mehr dazu sagen. Gut. Achso, ja, Vor- und Nachteile von der. Da war ja was. Also, was sind die Vor- und Nachteile von seinem Step-Up-Bundler? Nachteil, dass man es genauer einstellen muss? Ja, also es ist generell eine viel aufwendigere Schaltung. Es schaut auf diesem Prinzip-Schaltbinder nicht so aus, aber es ist unter anderem deswegen eine aufwendigere Schaltung, weil ich eben auch ein bisschen Sensing machen muss, das hier gar nicht drin ist, dass ich schaue, was habe ich eigentlich gerade am Ausgang und schalte ich jetzt aus oder nicht. Und wenn man es eben noch besser machen möchte, dann schaltet man nicht hart aus, sondern dann könnte man zum Beispiel die Switching-Frequenz ändern, wenn ich mich nahe rankomme an den Zielwert, damit ich dann nicht um diesen Zielwert herumpendel, sondern da kann man irgendwie sich regelungstechnisch austoben und dann einen Regler machen, der quasi genau dorthin kommt, wo die Last ist, und wenn die Last sich über die Zeit nicht allzu sehr verändert, kann man das dann sehr gut genau dort halten. Das habe ich da eigentlich nicht, da kann man Charge fahren, soll ich da ja zu den 2 Volt, da möchte ich zu der doppelten Schaltung, da möchte ich hin, ich schalte ein, das wird sich schon dem nähern und irgendwann ist es halt dort. Also es ist eine kompliziertere Schaltung, das ist ein Nachteil. Was war dein Vorteil? Was war denn der Nachteil von dem da? Niedrige Ströme. Kann ich mit dem erzeugen? Genau. Oder kann ich hohe Ströme? Jawohl! Also das ist auch der Grund, warum wir gerade die beiden haben. Wenn es einfach sein soll, dann baue ich sowas. Wenn es nicht zu kompliziert sein soll, aber es sollen noch Ströme rauskommen, sodass das ganze Ding dann funktioniert, dann baue ich sowas. Ja. Gut. Ich glaube, das ist alles das, was da steht. Funktionsweise haben wir uns angeschaut. Genau, wozu dient jeweils der Kondensator am Ausgang? Zur Glättung. Ja, also zur Glättung und einfach als Energiespeicher am Ausgang, weil beide Schaltungen ja nur stoßweise Energie liefern können. Nicht? Also, wenn man quasi alles links von dieser Diode oder links von dieser Diode anschaut, das ist eine Schaltung, die in Intervallen immer wieder einen kurzen Energieschub gibt. Aber das will ich ja am Ausgang nicht haben. Am Ausgang will ich dann vielleicht meine 200 Volt haben und nicht irgendwie jedes Mal für ganz, ganz kurz 1 Kilovolt und dann dazwischen eine lange Periode gar nichts. Und im arithmetischen Mittel ist es vielleicht ein 200 Volt. Und damit ich das rausklette, habe ich dann eben hier diesen Kondensator. Und das ist etwas, was eigentlich alle Schaltungen, die irgendwie mal Energie liefern sollen oder Energie konvertieren sollen von einer Sache in die andere. Am Ausgang habe ich immer einen fetten Kondensator. Das ist eigentlich der ohne dass ich mir anschaue, was die Schaltung genau macht, davon kann ich ausgehen, am Ausgang wird ein Kondensator sein, um quasi alles, was hier rechts davon ist, vor dem zu bewahren, was hier links an Grauslichkeiten passiert. Gut. Wovon hängt die ideale Frequenz des Oszillators ab? Stromverbrauch. Ja, vom Stromverbrauch. Das ist es. Jedes Mal, wenn ich hier pumpe, tue ich ein bisschen Ladung da hinein. Und das sollte hoffentlich so sein, dass es ausgeht mit dem, was an Ladung wieder rausgeht. Und genauso oben, mit jedem Mal Schalten von dem Oszillator, mache ich da ein bisschen einen Spike hinein. Das heißt, der Stromverbrauch ist mal eine Komponente und dann kann ich mir Gedanken machen, gerade beim Step-Up-Bundler, über welche Frequenzen machen eigentlich noch Sinn. Also hier beim Step-Up-Bundler ist ja nicht nur die Frequenz interessant, sondern eben auch das Tastverhältnis. Nicht? Wie lange lasse ich eingeschalten und wie lange habe ich ausgeschalten? Weil ich muss lang genug einschalten, um die Spule irgendwie sinnvoll zu laden, aber ich sollte nicht so lange eingeschaltet lassen, dass die Spule in die magnetische Sättigung geht. Weil wenn die magnetische Sättigung geht, dann wird die auf einmal ein Kurzschluss und verhält sich nicht mehr so wie eine Spule, sondern so wie ein langes Stück Draht ohne Windungen.
dann habe ich eben zu lang eingeschaltet. Darum sieht man auch, wenn man sich diesen Controller-Chip zum Beispiel anschaut, da ist immer auch ein Stromfühler noch dabei. Der hat dann hier zum Beispiel einen Widerstand, an dem der Chip erkennen kann, wie viel Strom fließt eigentlich gerade durch die Spule und kann dann die Einschaltperiode frühzeitig beenden, wenn ein kritischer Strom durch die Spule reicht. Also von diesen Dingen hängen da Frequenzen und so Sachen ab. So, was sind die praktischen Anwendungen von DC-DC-Wandlern? Haben wir im Auto eine Kaffeemaschine auch hinten gehört? Da bist du ein Wechselrichter. Da bist du ein Wechselrichter. Aber ganz abstrakt, ja, da weiß ich noch nicht. Was macht ein DC-DC-Wandler? Konvertiert mir eine Gleichspannung von einer anderen. Also, wenn ich irgendwie eine Gleichspannung habe und ich möchte an dem Punkt eine andere haben, dann brauche ich einen DC-DC-Wandler. Und das kommt sehr, sehr oft vor, also auch auf so Systemebene. Ein Beispiel, was ich sehr, sehr schön finde, ist beim PC. Der Hauptprozessor von heutigen Computer, wenn es irgendwas Besseres ist, der braucht nicht zu wenig Leistung. Weiß jemand so, welche Zahlen, welche Größenordnung legt, was so eine CPU frisst? Von einem normalen PC. Ja, die ganzen Neuerungen so kommen mit weniger als 10 Watt, ja, also aus die Haare. 15 Watt. Naja, das sind aber schon, das ist mehr so Atom oder sowas in der Richtung. Also Atom behauptet, das sind unter 10 Watt, aber wenn du dann das Chipset noch dazu nimmst, dann sind sie größer von 20 Watt. Aber wenn ich jetzt irgendwie so eine richtige Workstation oder Server-CPU habe, genau, also 80 Watt, das ist eine gute Zahl, 60, 80 Watt. Wenn es zu den absoluten High-End-Servern geht, dann kommt man auch über 100 Watt. Dann wird schon langsam eng, dass man die ganze Hitze wieder wegkriegt. Also das ist dann quasi der Deckel. Ansonsten würden die Hersteller gern irgendwie 300 Watt durch den Chip durchjagen, weil dann ist alles viel einfacher und viel schneller. Weiß jemand, mit was für einer Spannung so eine CPU versorgt ist? Ich glaube, mit 1,2 Volt. Je nachdem, was man hat, 0,9 bis 1,2. Ja. 1,2 ist, sagen wir 1 Volt, ja, dann ist es einfach zu rechnen. Sagen wir 1 Volt und 60 Watt, das heißt, was für einen Strom? 60 Ampere. 60 Ampere. Ist das viel oder ist das wenig? Genug, dass der Ehering schmilzt. Ja, das ist unglaublich viel. Also mit 60 Ampere kann man schon ein bisschen schweißen und so. Ja. Also das ist ein unglaublich großer Strom. So, möchte ich über eine lange Distanz eher Energie transportieren, indem ich große Ströme und kleine Spannungen habe, oder eher indem ich große Spannungen und kleine Ströme? Ja, große Spannungen sind ja bei der Hochspannung. Genau, Hochspannung leitet man aus genau dem Grund, macht man das. Nicht? Weil man nämlich dieses USR mal I oder PSR mal I Quadrat, also die Leistung, die wir verlieren auf der Leitung, die natürlich auch einen gewissen Widerstandswert hat, die steigt halt quadratisch mit dem Strom, den ich da durchschicke. Das heißt, wenn ich von A nach B Energie tragen möchte, ich möchte, dass die Energie in B ankommt und nicht am Weg dorthin sich in Wärme umwandelt, möchte ich eher hohe Spannungen haben und eher wenig Ströme. Im PC heißt das, dass die 60 Watt, die die CPU braucht, die kommen nicht aus dem Netzteil raus mit einem Volt und dann über die gesamten Kabel quer durchs Gehäuse bis dann irgendwann meine 60 Ampere in die CPU hineingehen, sondern die kommen von der 12 Volt Versorgung. Also das ist die größte Spannung, die ich an einem PC-Netzteil habe. Und die 12 Volt Versorgung gehen unmittelbar neben die CD in einen DC-DC-Wandler rein. Und wenn man so ein PC-Netzteil ausschaut, sieht man immer unmittelbar neben der CPU-Fassung, sieht man so große Ringe mit Drahteln drum, also so große Spulen. Das ist der DC-DC-Wandler, der hier direkt neben der CPU aus den 12 Volt 1 Volt macht und dementsprechend aus den vielleicht 6 Ampere, 60 Ampere. Ist das der Grund, warum in Netzteilen so viele große Spulen sind? Naja, in einem Netzteil hast du eher die, also ja, weil du willst in deinem Hausnetz halt nicht irgendwie 5 Volt oder 12 Volt haben, so eine höhere Spannung, damit es effektiver wird,
Also hast du eben die 230 Volt. Und dann brauchst du große Spulen und große Drahtbus, um daraus halt irgendwie was anderes zu machen. Aber es hat jetzt nichts unmittelbar mit dem CPU-Beispiel zu tun, sondern halt generell. Netzteil hast du auch die großen Ströme, dann brauchst du irgendwie große. Und du brauchst in den Trafos entsprechend hohe Wickelverhältnisse. Wenn ich jetzt irgendwie aus 230 Volt AC, irgendwie weiß ich nicht, 5 Volt AC machen möchte, dann brauche ich halt eine 1 zu 20 Verhältnis. Das heißt aber nicht, dass ich auf der einen Seite 20 Wicklungen machen kann und auf der anderen Seite eine Wicklung, weil mit der einen Wicklung wird in der Regel nicht allzu viel passieren. Also brauche ich irgendwie, weiß ich nicht, 1000 Wicklungen. Ja, genau, so 1000 Wicklungen auf der einen Seite und 50 Wicklungen auf der anderen Seite. Und die 50 Wicklungen sollten ein bisschen dicker sein vom Draht, weil dort fließen dann ja entsprechend 20 mal größere Ströme und so weiter und so fort. Gut. Ja, also das ist ich finde eine Anwendung, die irgendwie jeder kennt, der schon mal ein PC-Mainboard in der Hand gehabt hat, dass da diese großen Spulen neben den CPU-Fassungen sind und das ist eben so ein DC-DC-Wandler. Und sowas nennt man Point-of-Load-Wandler, wenn ich quasi den DC-DC-Wandler genau dorthin gebe, wo ich die Leistung brauche. Im Gegensatz zu, ich habe irgendwo ein Netzteil und von dort kommt dann quasi alles überall hin. Ich habe unlängst einmal einen CPU ein bisschen zerlegt, der ist ja direkt auf dem Chip, also auf dem, was man in den Sockel reinsteckt, sind ja noch einmal Bauteile drauf. Es sind unten Kondensatoren drauf, ja. Aber die sind, also die sind meistens, ich habe jetzt schon länger keine CPU mehr in der Hand gehabt. Ich kaufe die jetzt einfach immer nur so fertig. Ich bin noch nicht blöd und schraube da mal an. Aber weil jetzt sind die meisten ja auch nicht mehr mit Pins, nicht? Jetzt sind die ja mit Sockel, die nur Balls und Federkontakten drücken, glaube ich. Ja, das, die Pins sind für die hohen Frequenzen nicht so gut geeignet, weil es quasi unterschiedliche Weglängen gibt, wenn der Kontakt mit dem Pin ist. Während wenn ich quasi eine Halbkugel auf einen Federkontakt drücke, gibt es genau einen Punkt, an dem der Kontakt gemacht ist. Und damit habe ich besser definiert, wie lang diese Strecke ist und kann mit besten höheren Frequenzen besser arbeiten. Aus dem Warmer CPU in die Hand nimmt, wird es sozusagen hin. Das heißt, man nimmt dann eigentlich nicht den Chip der CPU in die Hand, sondern die Umverpackung. Das ist meistens nur ein Heatspreader drüber und andere Schutzsachen. Jedenfalls oft die letzte, die ich noch in der Hand gehabt habe mit Pins, da haben wir unten die Kondensatoren drauf. Und die möchte ich natürlich möglichst nahe dort haben, wo die Last ist. Und darum macht es Sinn, die auf den gleichen Träger drauf zu geben. Weil die Induktivität von einer Leiterschleife, also jetzt habe ich immer Induktivität von Spulen gehabt, nicht? Aber eine Spule ist ja nichts anderes als ein gewickelter Draht. Und jetzt könnte man sich überlegen, was ist denn, wenn ich einfach nur eine Quelle habe und ich lege meinen Draht irgendwie zu einer Lampe hin und dann komme ich mit dem Draht wieder zurück, das ist ja auch eine Schleife. Nicht? Und die hat auch eine Induktivität. Und die Induktivität von einer Leiterschleife ist proportional zu der eingeschlossenen Fläche. Und wenn ich jetzt irgendwie meinen Chip habe und ich habe einen Stützkondensator dran, dann will ich den ja möglichst nah haben, ohne eine Induktivität dazwischen. Und eine Möglichkeit, diese Schleife von der Fläche klein zu halten, ist, dass ich es halt direkt unten auf das PCB drauf gebe, dass mit dem Chip kommt. Dann hat man meistens oben irgendwelche Nullwiderstände und so, mit denen sie konfigurieren, was bin ich eigentlich eine CPU. Früher haben dann die Mutigen die Nullwiderstände umgelötet und dann haben wir sie eine bessere CPU gehabt. Gut. Ja, und die gibt es eben auch als fertige. So, Übung machen wir jetzt nicht. Simulieren wir das am PC. Das ist eine hervorragende Sache für die nächste Experimentiergruppe. Und dann bin ich auch wieder gerne bereit, dass wir uns gemeinsam über das Simulationsprogramm ärgern. Bis es geht. Gut. Ja, noch Fragen zu den DC-DC-Wandlungen?